Zu einem Staatsbesuch kam der Ministerpräsident von Somalia, Mohamed Ibrahim Egal, in die Bundesrepublik. Bundespräsident Lübcke empfing ihn in Bonn in seinem Amtssitz. Mit der Bundesregierung wurden politische und wirtschaftliche Fragen erörtert. Eine Reise durch Deutschland folgte. Erste Station war Köln, kurzer Halt vor dem Dom. Der Ministerpräsident, der in Begleitung seiner Frau war, trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Dann ließ er sich über aktuelle Probleme der Stadtplanung unterrichten. An Kölns größter Baustelle informierte er sich über den Stand der Bauarbeiten für den ersten Abschnitt einer Untergrundbahnstrecke. Bei Klöckner Humboldt-Deutz begrüßte er Landsleute, die ihre Ausbildung vervollständigen. Eine Überraschung gab es im Werksmuseum. Ein Verbrennungsmotor, gebaut 1864 von Nikolaus August Otto, wurde angeworfen und lief, wie vor 104 Jahren. In Bayern wurden der Ministerpräsident und seine Frau in der Landeshauptstadt München empfangen. Ein Ausflug zum Chiemsee schloss sich an. Die Gäste aus Afrika fuhren zur Herreninsel, auf der Bayerns König Ludwig II. Sein berühmtes Prunkschloss Herrenchiemsee erbauen ließ, das nie fertig wurde. König Ludwig starb in geistiger Umnachtung. Das Schloss mit 49 meist unausgebauten Sälen blieb erhalten, als Monument eines romantischen Träumers auf dem Königsthron.